minister president recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass Sie am Abend gern wieder zu dieser Veranstaltung in das Weinviertel gekommen sind. Wir sind ja durch die vielen Jahre schon eine Familie geworden. Ich heute durch die Reihen schaue, muss ich sagen, es ist heute durch das Wetter bedingt nur der harte Kern erschienen. Aber das macht auch nichts. Wir werden es auf jeden Fall festlich begehen. Vor 1000 Jahren wurde der Name Costa Rica zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Im Zeichen dieses Millenniumsjahres haben wir daher den Winzerfestzug unter dem Motto 1000 Jahre Costa Rica im Wandel des Weines gestellt. Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen in Polter. Ich freue mich, dass ich heute als Bundeswinzerkönigin hier sein darf und ich möchte auch gleichzeitig liebe Grüße aus den Weinbauregionen Österreichs übermitteln zu diesem Fest, zu diesem Winterfest. Und dieses Erlebnis wünsche ich Ihnen heute, dass Sie dieses Erlebnis heute haben, aber auch in Zukunft im Polster und im ganzen Weinviertel, dass Sie immer wieder zurückkommen und den Wein genießen, dort wo er wächst. Geehrte Festgäste, Besucher und Weinfreunde, unser Winterfest, seit Jahren Tradition, eine Einrichtung, bei der man Freunde und Bekannte trifft, Gelegenheit hat, unsere Spitzenweine zu genießen und bei geselligem Zusammensein neue Freundschaften zu schließen. Und somit lade ich Sie alle herzlich zu schönen Stunden in unsere Kellerstätten ein. Herzlichen Dank, unsere Bezirksministerkönigin. Und ich begrüße in unserer Mitte ganz herzlich Frau Merkel. Dass er zu mir kommt. Wir müssen ihm ja die Präsidentenkette als äußeres Zeichen überreichen, um so, dass er seines Amtes halten kann. Und dass ich das nicht alleine mache, Herr Burgschauspieler Schweiger hat den Auftrag bekommen von Herrn Präsidenten Serafin, diese Tätigkeit mir abzunehmen und unseren neuen Präsidenten, die Präsidentenkette und alles, was so drum und dran ist, zu überreichen. Also, lieber Karl, es ist mir eine große Ehre und Freude, dir heute diese Kette zu überreichen. Wir haben ja gemeinsam jetzt vor einigen Wochen Bockerer 2 zusammengedreht und da habe ich festgestellt, es werden doch in der Wachau immer Filme gedreht und man sieht immer die Wachau. Aber der Franz Anton hat jetzt in dem Bockerer 2 4 Festpräsidenten beschäftigt, nämlich Ida Krottendorf, Franz Anto, meine Wenigkeit und jetzt bist du der Vierte. Nicht ein Hollywood-Film hat 4 Präsidenten. Und so überreiche ich dir jetzt diese Kette. Schlag sie in Ehren, du bist ein würdiger Träger. Ja, danke. Ich wünsche dazu Prost, alles Gute. Da probiere ich mal mit dem Beispiel, wo die West herum ist. Heute muss ich der Füße rein, möglicherweise ist kein Ding. Aber auch Bier ist drin. Eine Fliege ist drin. Also irgendwas Fremdes scheint in dem Weißwein enthalten zu sein. Ich habe sie. Ich probiere ihn. Weltschlüssel oder Weltgeld? Gehen wir gerade schauen, was die Grüne, was die Vorsicht hat. Also ein grüner Weltgeber. Ich trinke nicht diesen ganzen Liter aus, aber ich probiere mal. Ja, okay. Jetzt nehmen wir den Roten.
Ich weiß zwar nicht, in welcher Gemeinde wir farblich unterkommen sind, aber ich probiere trotzdem mal los. Ich bin und bleibe ein roter Eglor. Ich glaube, meine Damen und Herren, so wie es üblich ist, das haben wir vorhin vergessen gesagt, ich soll auch einige Worte sagen. Es ist mir zu spät gesagt worden, ich weiß eigentlich nicht genau, was ich sagen will. Aber wenn ich jetzt noch eh schon mit Eglor angefangen habe, muss ich sagen, der sogenannte Mundl hat immer Bier getrunken. Aber nach dieser Kostprobe dieser zwei Sorten Weine kann ich mir sagen, er hat mir gemundelt. Mein Bezug zum Wein hat nicht in diesem Weinviertel hier herum begonnen, sondern in einem Weinviertel auch in der Nähe einer Grenze, aber der ungarischen. Und zwar in Kleinhöflein. Mit 15 Jahren musste ich dort in die 500 Liter Fässer hineinkriechen, um den Stein abzuklopfen. Da drin habe ich natürlich unendliche Angst bekommen, weil man ja nur durch das kleine Loch hinaus und hinein kann. Aber schon der Geruch, der da in diesem Fass enthalten war, hat mir wahrscheinlich meine Gene verändert, sodass ich zum Weintrinker wurde. In einem Lied singt Hans Moser, ich bin ein Reblaus gewesen, ich kann was anderes singen, ich bin ein Fasser gewesen. Und von da an ging es los, da kam einmal ein Professor zu uns nach Kleinhöflein, zu diesem Weinbauern, das war nicht der Professor Antl, aber so ähnlich hat er ausgeschaut, der wollte einen Sturm haben. Und so gut, im Keller dürfen sie noch runtergehen, wir sind mit der Kerze runtergegangen und er hat unten Sturm getrunken und die Kerze hat immer noch gebrannt, aber wie er zur Tür rausging, ist er umgefallen. Aber nicht vom Geruch, sondern vom Sturm. Und das waren auch meine ersten Begegnungen mit dem Wein in der milchigen Form, bis er sich geklärt hat über diese helle, gelbliche Form des Weißweins. Und endgültige Farben hat er angenommen zu einem schönen Rotwein, zu einem, man hat ihn ja umgemodelt, man hat ein Zweigeld draus gemacht. Aber früher war er halt noch etwas vollmundiger, kräftiger. Aber jetzt ist er halt weniger mit Alkohol, da kann man mehr trinken. Und das ist das Angenehme bei mir beim Wein. Man kann zwei, drei Viertel trinken und es geht noch. Ja. Ja, was, Sie fragen was, das kommt darauf an, was Sie hier nicht meinen. Auf jeden Fall bin ich jetzt Weinpräsident und bin sehr glücklich, weil der Wein ist etwas, das uns oft gute Stimmungen bereitet, Freude bereitet. Man darf nicht zu viel konsumieren, sonst braucht man einen Baum und das wäre tödlich. Und deswegen sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, trinken Sie kurz Achter oder zwei. Naja, der Weinbauer will halt auch leben. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich gebe mich gleich auf und sage euch, meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich ein Weinpräsident bin, weil ich den Wein selber sehr gerne trinke. Auf Wiedersehen. Wir Niederösterreicher, glaube ich, haben allen Grund, stolz zu sein auf Preußdorf, auf dieses Winzerfest, das nicht nur Tradition hat, das auch Bedeutung hat. Ich bin jetzt in Europa viel herumgekommen, aber eine Region zu finden, in der so viel an Atmosphäre erzeugt wird, eine Stadt zu finden, in der so viel an Bürgern mitwirken bei einem Winzerfest, das findet man eigentlich außerhalb Österreichs kaum. Ich glaube, das ist ein Grund, warum auch wir sehr stolz darauf sein können. Meine Herren Abgeordneten zu den gesetzgebenden Körperschaften, geehrte Fest- und Ehrengäste, geschätzte Weinfreunde, herzlich willkommen beim 39. Winzerfest unter dem Motto 1000 Jahre im Wandel des Weines. Die Gestaltung hat und die Idee hatte die Michaela Ferner. An der Spitze des Festzuges die Freiwillige Feuerwehr Bolsterns unter dem Kommandanten Hauptbrandinspektor Herbert Stüber und Oberbrandinspektor Martin Müller. Herzlichen Dank den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bolsterns für die Sicherung des heutigen Festzuges. Der Musikverein Bolsterns und Umgebung unter der Staatsführung von Kapellmeister Reinhold Nobelstein.
eine Preisigerklärung für den Feuer 58, 59. 56 auch für das Ende. Beim Wiener Kongress der russische Zar Liebling viel schöner Freudbar. Doch damals kostete er Kettelsdorf Wein, dann blieb er mit diesen gerne allein. Das muss ja auch Jahrhundertwein gewesen sein. Schule Wienerstraße stellt den geografischen Werdegang Österreichs in den letzten 1000 Jahren dar. Herzlichen Dank allen, die bei der Gestaltung dieser Gruppe mitgewirkt haben. Auch unsere Volksschule feiert heute ein Jubiläum. Das Volksschulgebäude wurde vor 120 Jahren in der Wiener Straße erbaut. Die Schüler stellen einen Schulbetrieb vor der Jahrhundertwende dar, als Oberlehrer Paul Lockhartsberger mehr als drei Jahrzehnte in Polster wirkte. Das Transparent für uns ist kein Platz, hat doppelte Bedeutung. Einerseits war es in früherer Zeit der Schulbesuch keine Selbstverständlichkeit, andererseits sollte diese Transparenz ausdrücken, immer wieder wird von der Gemeinde her ein Professorium gelöst und in das andere her geführt. Der Tennisclub Polster zeigt uns alle alte Handwerker. Uhrmacher, Schmied, Spinnerin. Herzlichen Dank dem Sportclub Tennisclub Polster. Du musst ein bisschen besser hinhauen, dass das erste Vierter wird. So machst du mit dir. Herzlichen Dank der Polsterer Wirtschaft für den Beitrag der Berufe Schneider, Schuster und Sattler. Der ehemalige Markus, der Herr Babo, bei der Nähmaschine. Herzlichen Dank für die Frage. Hochgeistiges vom Sportclub Polster. Die Herstellung von Bränden gewinnt immer mehr an Bedeutung. Eine breite Palette von Edelbränden wird uns angeboten und freut sich immer mehr der Beliebtheit. In diesem Fall ist die Brennerei ein bisschen problematisch. Die Burschen sind eine Sporttrainer. Jawohl! Aber Sie wissen, Landtrainer, der von Ihnen Sonderfall verbindet, nämlich mehr Nachschau. Nächstes Tauschau. Dankeschön, bitte sehr! Der Schleimer, was bringst du denn zum Kosten? Ein Kirsch! Ein Kirsch, der Herrgott! Das ist schwarz, die Brennerei. Mit diesen Pressen konnten nur relativ geringe Tagesmengen verarbeitet werden. Der Presskuchen musste wieder von Hand aus gelockert werden und erneut in den Korb geschaufelt. Dann gepresst werden. Stundenlange Kellerarbeit war die Folge. Herzlichen Dank, wenn du Barbara Schwede für dich fragen. Ich habe noch nicht rein. Der Weinbauverein Wesselsdorf stellt eine Ergänzung Weinbau 1 und jetzt vor. So wurden früher die Traumhänge eingebracht. Gezogen von den Pferden. Und als Gegenstück für heutige Technik
Messhaus ohne Sauerstoffeinwirkung, das ist der Stand der letzten Dinge. Darsteller des Fahrzeugs hat immer Ausdruck starke Persönlichkeit. Und das ist der erste Donnerfall, haben wir in die Bunde eingetreten. Als Gegenstück ein ganz moderner Deutsch-Star. Im Vorjahr habe ich einen Chef, 700.000 Schilling, dann hat er gesagt, ich habe mit dir, was ich am Preis war, zum Herrn festlegen, aber ein wunderschönes Stück. So passen die Abgaswerte, der Vorkampfwert und der Gesundheitssicht. Der Verschönerungsverein Altrupfdorf hat diese wunderschöne österreichische Landkarte aus Blumen gestaltet. Altrupfdorf, eine Katastralgemeinde der Großgemeinde Polster, mit der sich immer wieder beworben gewählt werden. Sehr erfolgreich. Wir präsentieren 25 Betriebe, über 150 verschiedene Weine, Brände und Sekte. Er ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Am Wochenende werden Sie von einem Winzer persönlich betreut und beraten. Schauen Sie sich einmal um im Weinberg. Verkosten Sie und decken Sie Ihre Bedarfe. Vor noch 1000 Jahren hatten unsere Vorfahren keine Probleme und Sorgen, wie man den Gors misst, nicht entsorgen. Aber laut EU-Recht heute geht ohne Genehmigung nichts mehr, liebe Leute. Doch nun lassen wir den Kurs nicht sein. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Wein. Kommen Sie Dr. Willens auf der Weinbauverein. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Diese Produkte sind doch zum Hineinbeißen. Gesund, naturnahe Zeug, besuchen Sie öfters den Polster Verbauermarkt. Der Wagen-Weinkunst-Konstruktion ist von einem Höhepunkt vom Jahrgang 1939 gesucht. Der Wein berührt den Künstler, geht die Staffelstraße einsetzt über den Wein. Der Weinbauverein zeigt auf seine Wagen-Kunst-Konstruktion auf den Weinzügel. Thank you.
Erzberg. Die Erzberger stehen die Grenzen noch da. Sie selbst stehen mit guten Beispiel voran. Streben immer wieder grenzüberschreitende Grenzkontakte her. Der Herr Präsident ist so bekannt, dass alle andere Fußball sind. Der Herr Präsident. Wo Osten oder Westen, in der Mitte ist am besten. Wenn ein Gaser Erdbeger rennt, sollen alle fröhlich sein. Ich habe den Applaus für den Tennissportverein Gern Hammersdorf. Schönen Aufenthalt in Bolsdorf. Ich würde sagen, stärken Sie sich, dass eine gewisse Grundlage da ist, weil dann ist ein bisschen ein anstrengender Teil, wo eben in den einzelnen Kellern Besuche abgestattet werden und da ist der Magen dann für eine Grundlage sehr dankbar. Und ich darf Ihnen noch zusätzlich oder als Ersatz die richtige Kette, die Ihr Eigentum dann ist, noch überreichen. Alles Gute, Herr Präsident. Amtieren Sie immer im Kanto Wein positiv für unser Gebiet. Prost! Werte Herr Bürgermeister, ehe ich trinke, möchte ich dazu sagen, ich wusste gar nicht, dass die andere Kette nicht mir gehört. Das ist ehrenvoll. Die haben schon vor Ihnen... Die muss ich wieder abgeben. Die ist auch wesentlich schwerer als die andere. Aber andererseits möchte ich dazu sagen, dass ich meinen privaten Wein seit einigen Jahren, ich will den Namen des Weinbauern aus dieser Gegend nicht nennen. Er kommt ein bisschen weiter, zwei Ortschaften daneben von hier. Und ich trinke ihn eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich habe von dem immer durchwegs, na was sage ich im Jahr,
Jetzt hat er wieder gebraucht 1, 2, 3, 4 Kanister. Da war ich nicht aufgenommen. Ja, also auch solche Kanister mit je 24 Flaschen habe ich durchwegs im Jahr. Es ist schön, wenn man in Einheiten von Gallonen rechnet. Ich meine, eine englische Gallone sind 4 Liter, eine amerikanische, das meine ich eben nicht, sondern ja, diese Schachteln, das sind immer 4 Kartons, das sind, glaube ich, 12 oder 24. 12, naja, also Sie sehen eine ganze Menge, kommt aus dieser Region, aber zum großen Teil Freut uns, auf Ihr Wohl. Zum Wohl. Prost.